Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Mini Motorways. Ich habe heute ein bisschen Fernweh. Fernweh nach einer Stadt, die ich gut kenne. Fernweh nach Beijing. Und außerdem bin ich ein Ampelbanause. Der Sound im Hintergrund macht mich wahnsinnig. Können wir den irgendwie deaktivieren? Danke. Er ist sofort wieder da. Okay, ich verstehe manchmal nicht, was es für Soundscapes bei Mini-Motorways sind, die man da hört. Aber gut, der Lärm im Straßenverkehr ist auch ganz schön nervig. Vielleicht bezieht es sich einfach darauf. Aber ja, Peking hat nämlich auch ein paar nette Herausforderungen ohne Ampel. Und als Ampelbanause sage ich, es reicht. Wir haben jetzt die letzten 3, 4 Folgen, gefühlt waren es 20, versucht, mit den Ampeln irgendwie klarzukommen. Und letzten Endes hat es immer damit geendet, dass ich die Ampeln entfernt habe, die ich mal gesetzt habe. Und deswegen dachte ich, machen wir doch mal was, wo Ampeln einfach nicht so eine große Rolle spielen und sogar relativ irrelevant sind. Und ich versuche mich auch zu beeilen, weil meine Güte, dieser Sound im Hintergrund. Warum ist es immer besonders nervig, sobald ich die Aufnahme starte? Wir haben die Megastadt. Diagonale Straßen benötigen die doppelte Anzahl und Ziele werden mit höherer Wahrscheinlichkeit Doppelziele. Ja, fantastisch. Und was ist das für eine Herausforderung? The Long and Winding Road. Gerade Straßen benötigen doppelte Anzahl. Unbegrenzte Kreisverkehre. Alle Ziele sind Kreise. Ich bin für links, rechts, links, rechts. Let's go. Raus aus diesem schrecklichen Sound. Gott, angenehm. Richtig angenehm. Okay. Alle Ziele sind Kreise. Das wird ein Spaß. Prophezei ich schon mal. Achso, Moment. Gerade Straßen verbrauchen die doppelte Anzahl, haben wir ja gelernt. Wie soll ich denn das vermeiden? Ich kann auch jetzt nicht, ich kann auch nicht hier überall so zickzack machen. Ja gut, machen wir so kleine Wellenlinien, das ist in Ordnung. ja, okay. Und dieselbe Strecke? Oh Gott. Das wird teuer. Ich glaube, ich schaffe hier nicht mal 1000. Aber es sieht ein bisschen hübsch aus. So ein bisschen... Hui, hui, hui. Ganz entspannt. Dazu zu gucken. Und wenn ich jetzt gerade ziehen würde, würde ich direkt... Ja, fliege ich direkt 2. Okay. Hier macht es keinen Unterschied, weil ich so lange auch 2 verlieren würde. Das wird richtig komisch. Ich verstehe, warum es Long Windy Road heißt, weil man halt wirklich so unterwegs ist die ganze Zeit. Okay, spawnen aber auch sehr viele Häuser. Die wollen alle hier diese schreckliche Straße fahren, oder wie soll ich das verstehen? Ich habe hier ein bisschen das Problem, dass das nicht gut passt. Das passt so aber auch nicht besser. Das kostet mich viel zu viel. Die sind halt genau so gespawnt, dass es nicht funktioniert. Naja. Apropos nicht funktioniert. Wir können es ja... Nee, können wir nicht. Ah, es ist genau so, dass es wirklich nicht funktioniert, oder was? Das hat mich 2 Stück gekostet. Diese Verknüpfung kostet mich 2 Straßen. Why? Es ist halt echt so, dass man es nicht gut verknüpfen kann mit hin und her. Mit Wellentechnik, sag ich mal. Können wir das nicht so machen? Nope, das ist eine Straße. Ja, dann haben wir wieder dasselbe Problem. Das funktioniert nicht.
Gott, oh Gott. Na gut, wir kommen auf 6, egal wie ich drehe und wende. Also auf 6 Straßen, die noch übrig waren. Hahaha. Ich finde es gut, dass wir aber so viele Häuser haben, die spawnen. Das finde ich ganz gut. Also gerade hier für die zwei roten auch definitiv nötig. Aber schafft das diese Schlängelstraße auch in dem Maße, wie es das soll? Wir können ja hier, Moment, wir können hier einen Kreisverkehr reinsetzen. Ist das nicht eine fantastische Idee von mir? Ich finde sie zumindest nicht schlecht. Ich mache das mal so. Oh. Bisschen Stau vielleicht. Wenn es über die erste Kurve hinausgeht, mache ich mir Sorgen. Aber da war eh anscheinend irgendwas falsch. Die haben ja auch gehupt. Vielleicht ist einer am Steuer eingeschlafen oder so. Es ist schließlich mitten in der Nacht. Da kann das schon mal passieren. Ich mache das lieber mal so. Sind ja trotzdem schräge Straßen. Darauf kommt es an. Das Geschlängel hier unten, ich finde es ein bisschen hypnotisch. Es ist ganz angenehm, dazu zu gucken, wie sie immer hoch und runter, hoch und runter. Nö, keine Ampeln. Ich streike. Heute keine Ampeln. Ich habe so lange versucht, es den Ampeln immer recht zu machen. Können wir das dann nicht auch so eigentlich machen? Ach so, nee, das ist dann trotzdem verknüpft. Vergesst es. Vergesst, was ich ausprobieren wollte. Ich dachte, ich kriege hier diesen Bogen nach unten auch hin, statt so nah, damit die Kurve nicht so spitz ist. Aber funktioniert so auch ganz gut. Irgendwie ist dieser Anschluss auch schick. Dieses Y hier. Das sieht ganz nett aus. Wenn jetzt hier noch ein rotes Häuschen spawnt und hier noch ein rotes Häuschen spawnt. Oh Gott. Es war so klar, oder? Dass in dem Moment dann, naja, kein rotes Häuschen mehr spawnt. Wir können aber unten dran vorbei uns mogeln. Ja, hier geht's leider nicht anders. Und das geht leider auch nicht anders. Jetzt ist meine schöne Schlängelstraße weg. Schnief. Nein, das nicht so, sondern so. Weil das ist ja auch trotzdem diagonal. Muss ich mir immer selber wieder sagen, was ist eigentlich diagonal? Und was kann ich tun, damit mehr Sachen diagonal werden? Okay, stopp, Pause. Ich muss diesen blauen Horror ja erstmal irgendwie verknüpfen. Sekündchen. Ja, das wäre jetzt wieder gerade. Ja, kann ich nicht ändern. Verdammt. Man hat auch einfach nicht den Platz, um immer schräg zu bauen. Es geht einfach nicht. Schräge Schlängelstraßen brauchen viel zu viel Platz. Punkt. Aber sie sehen ganz anders aus. Also man zwingt sich zu einem völlig anderen neuen Straßenkonzept durch das Geschlängelte. Ja, es. Nee, na. Dann halt darüber. Geht auch. Ist in Ordnung. Autobahn. Unbedingt eine Autobahn. Und ich habe mich ganz gut zusammengerissen. Bislang 44 Straßen. Also,
Ich finde das gar nicht schlecht. Ich verstehe zwar nicht, warum alles so kompakt spawnen muss und auch nicht, warum das jetzt gerade passiert ist. Ich unterbinde mal weitere grüne Spawns, indem ich hier einen Strich reinziehe, in der Hoffnung, dass das reicht. Komm schon, grüne Häuser. Spawnt woanders. Yeah, schön. Genau da will ich euch eigentlich auch nicht haben. Ich habe ja gar keinen Platz, um hier unten lang zu gehen. Ja gut, dann werdet ihr Teil des roten Straßensystems. Zwangsläufig. Wir verknüpfen das. Müssen sehr teuer gerade Straßen bauen. Schubs, sind wir nur noch bei 4 und... Naja, 36. Wir haben ja hier auch welche abgerissen. Ja, grün. Hab jetzt auch nicht so die fantastische Idee, wie es weitergehen soll. Mit dem da oben. Ich hoffe, dass das gut funktioniert, hier noch grün mit reinzusetzen. Ansonsten setze ich einen Kreisverkehr davor oder so. Warum ist das denn so kompakt? Also, da stimmt ihr mir hoffentlich zu, oder? Dass die Straßen sehr, und die Häuser vor allem, sehr kompakt spawnen. Da ist irgendwie keine große Lücke. Und normalerweise hätte ich hier hinten schon was und so. Es wäre alles ein bisschen luftiger. Und ich glaube nicht, dass alleine die gekringelte Straße da den Unterschied macht. Okay, wir haben das Problem, ein recht großes Problem, dass hier dieser Weg, der ist einfach zu aufwendig für alle Beteiligten. Dann machen wir das doch. Wobble. Oh, es geht immer in die falsche Richtung. Ja, aber ich kann es nicht ändern. Wobble. Moment, Wobble und dafür dann hier die Verknüpfung. Und das sollte Rot inwiefern helfen? Ich weiß es auch nicht. Parallel hier noch einen zweiten Anschluss vielleicht? Ist doch nicht schlecht. Blau ist angeschlossen. Ja, ist okay, blau. Nein, Stopp, Pause. Ah, warum spawnt denn hier jetzt bitte beige? Oh Gott, sie spawnen wirklich sehr kompakt. Ja, wir beige lebt jetzt hier. Müssen wir aber ignorieren. Ich kann es nicht, ich kann es beim besten Willen nicht ändern. So, und dafür kommt das hier weg. Ja, mal gucken, wo... Ah, perfekt. Grün hat ein Problem. Stimme ich zu. Ich kann es aber auch nicht ändern. Ich meine, ich könnte hier sowas machen und dann grün hierüber anknüpfen beispielsweise. Aber macht das Grün irgendwie besser? Es entspannt vielleicht hier die Straße.
Ein klein wenig, aber ist die Straße dann nicht völlig überlastet? Wir müssen gucken, wie es läuft. Einfach mal schauen. Am liebsten würde ich hier Rot und Rot einfach verknüpfen. Ich kann halt die Grünen auch nicht mit einer Autobahn anschließen. Aber ich könnte die Roten mit einer Autobahn anschließen. Ohohohoho, wenn ich hier die Straße rausnehme. Das Haus ist auch raus. Und dann sage, dass hier Autobahn ist. Und zwar nach da drüben meinetwegen. Du hast keine Straßen mehr. Ich krieg ja gleich wieder welche. Grummel. Dann hätte ich auf jeden Fall die Grünen, die hier hinfahren können. Ich bin sehr gespannt, ob das eine gute Idee ist hier. Wahrscheinlich vielleicht nicht unbedingt. Wir werden sehen. Vor allem, weil hier oben jetzt dieses rote Viertel spawnt, was eigentlich mit einer Autobahn angeschlossen werden sollte. Und nicht anders. Moment, wir können auf jeden Fall grün. Ups. Wir können. Komm schon. Was? Ach so, eine Autobahn bitte. Wir können auf alle Fälle grün hier oben noch anschließen. Und wir brauchen ja nicht ganz so viele Anschlüsse hier. Das eine rote Haus würde ich ehrlicherweise so lassen. Aus Sicherheitsgründen. Wir können das hier trotzdem verknüpfen. Ich bin gespannt, wie es wird. Mit Grün und so. Ja, Grün hat hier ganz schön zu kämpfen. Was ist, wenn ich das blaue Haus rüberziehe? Ja, ich versuche doch schon so viel Grün wie möglich dahin zu schleppen. Ich habe halt nirgends mehr ein grünes Auto. Oh Gott. 300, ich habe nicht mal 500 geschafft. Schlängellinien sind nicht meine Linien. Da ist das Auto. Da ist es gerade angekommen. Was? 390 Pendler. Okay, das lief gar nicht gut. Was ich anders machen würde, wenn ich es nochmal spiele, mehr gerade Straßen bauen. Ich habe mich davon zu sehr einschränken lassen. Ich habe dadurch zwar sehr schöne Straßen zwischenzeitlich gehabt, oder die zumindest sehr hypnotisch unterwegs waren, aber, also die Autos auf den Straßen, aber ich hatte auch noch Straßen übrig, zwischenzeitlich. Und dann macht es mehr Sinn, auf gerade Straßen zu setzen, die dann doppelt so teuer sind, die aber dafür sorgen, dass die Leute auch an ihr Ziel kommen. Aber davon ab ist da auch echt ganz schön viel los gewesen. Also, spawn-technisch. Ich glaube, das ist die bislang kürzeste Folge. Und ich würde sogar sagen, mein bisher schlechtestes Ergebnis bei Mini Motorways. Danke, Peking. War schön, dich mal wieder zu besuchen. Ganz toll. Fantastisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch bei dieser Herausforderung so geschlagen habt, falls ihr sie schon mal gespielt haben solltet. Und natürlich gerne einen Daumen nach oben dalassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.